Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 2. Wir sind hier stehen geblieben bei diesem komischen Vogel hier. Wir dürfen hier nämlich, also bei zwei Vögeln eigentlich, wir müssen nämlich mit Igni, mit, was war das, Erden und Gwen agieren, denn sonst werden wir hier keine Chance haben. Ich bin hier schon sicher viermal verreckt. Hey, kommst du mal? Und das geht gar nicht klar. Zu zweit sind die so viel schlimmer, Freunde. So. Jetzt machen wir das nochmal, nicht zu greedy werden. Na, nicht wirklich, wenn. Ah, nein, nein, nein. Einfach stunnen und Schaden draufdrücken. Ja, wir haben sie besiegt, beide. Ja, wir sind hier stehen nämlich geblieben. Eigentlich bei Marlena. Wegen des Wahnsinns. Okay. Todesessenz. Was ist hier zur Hölle? Wie konnten Sie nur? Diese Menschen waren unschuldig. Und ich? Und du, ja? Was willst du mir genau sagen, mein Freund? Brauchst du Rat oder wie? Was möchte der von mir? Meine Fresse. Komm. Du schlägst doch deinen Kopf gegen die Wand, oder? Und dann verpieselst du dich einfach. Aber was soll hier sein? Das ist ziemlich düster. Und wir kommen hier nicht weiter, Ich oder? werde nicht mit dem Feuer spielen. Ja. Sag's nicht. Da sagst du was. Okay. Die Geschichte dieses alten Gemäuers ist schon was Heftiges. Da wir das jetzt geschafft haben, speichere ich mal ganz gediegen. Sprengen. Supi. Falls wir jetzt nochmal gegen zwei Geister antreten müssen, kann ich hier wenigstens entgegenwirken. Ja, verrecke, eindeutig. So. Jetzt müssen wir nämlich das nochmal so machen wie vorhin. So, wieder auf Erden rumwechseln. Hier mal kurz. Wieder stunnen. So. Wundervoll. So, das war cool. Wie macht man jetzt das hier? Mal so. Gwen. Erden. So. Wundervoll kann man sie so damagen. Aber nicht anders, Freunde. Sonst verliert ihr Haus hoch. Ich sag's euch, die Geister sind heftig. Viel anders als in The Witcher 3. Und wir sind hier auch irgendwie underlevelt. Was wollen die uns hier sagen? Wir sind unerwünscht, das wissen wir. Aber das können die doch nicht mit uns machen, ey. Ey, nicht fangen lassen, Geralt. So, nein. Jetzt brauchen wir Gwen.
Nicht wirklich. Hier, komm. Lass dich fangen. So. Das war sehr nice. Sogar ohne Gwen ging das. Na, wer möchte noch? Du möchtest noch. Aha. Oh, ne. Zieh ich mich ein. Kommt, ihr müsst hier einfach locken. Alles andere bringt gar nichts. Komm. Stirb. Ja, stirb. So. Jetzt wieder weg. Wundervoll. So. Wundervoll. Hier noch eins hin. Cool. Ne, ne. Finde ich cool so. Könnt ihr das nochmal machen, noch ein wenig? Nein, das finde ich jetzt ziemlich uncool. Ja, das war der erste. Mit dem machen wir dasselbe. Kommst du mal? Komm. Dankeschön. So, komm her. So. Nein. Und jetzt wieder. Komm her. Ja, da ich jetzt schon Übung habe, sind die Geister natürlich um einiges einfacher, Mann. Muss ich sagen, Geistergetummel kann ich gar nicht abhaben. Aber ey, was willst du machen? Man muss mit dem fertig werden, was man bekommt. Und das ist im Moment halt diese Kacke. Da, komm. Ja, ich bin hier. Ein Todessystem interessiert mich eigentlich im Scheiß. Kommst du mal? Danke. So. Hey, hallo. Willst du liegen? Dreckiges Geistlein, ey. Wo kommt das Blut her? Weg. Bis auf die Knochen. Bis auf den Schnauze. Du hast mir gar nichts zu sagen hier. Entermesser. Solides Entermesser. Das ist ja noch stärker als das, was wir gerade besitzen. Ja, warum nicht? Solides Entermesser, nice. Das ist ja um einiges besser als das, was wir haben. Was könnte man hier noch wegschmeißen? Ja gut, das gibt nicht gerade viel Kohle, deswegen lassen wir mal die Zaunrübe kann man vielleicht noch gebrauchen. Aber die Neckarkrallen, ich weiß nicht, wozu man die verwenden soll. Keine Ahnung. Immer noch überlastet. Mann. Na dann nehmen wir halt noch das exzellente Kurzschwert raus. Tschüss. Jetzt dürften wir wieder rumrennen dürfen. So, sogar die Neckarkrallen haben hier Platz. Holzkohle dafür nicht mehr. War ja wieder mal klar, ne? Na dann, was legen wir sonst noch ab? Solides Tuch. Und zwei solche, ertrunkenen Herren. Ja, davon werden wir sicher noch genügend finden. Von daher, bye bye. Es tut so weh! Aha. Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Würde ich ja gern. Es tut so weh! Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Der Boden bewegt sich. Er kriecht auf mich zu. Du bist auch vom Halluzinieren, oder?
Nö. Lass mich. Verschwinde. Ganz ruhig. Das war nicht meine Schuld. Ich war das nicht. Ich war es nicht. Was warst du nicht? Feuer. Überall Feuer. Das sollte nicht passieren. Ich wollte das nicht. Ich schwöre. Wenn ich dich nicht beruhige, erfahre ich von dir nicht viel. Vielleicht sind ja nicht alle Medikamente verbrannt. Verschwinde. Was heißt, das müssen wir jetzt noch Medikamente für den suchen, oder was? Lasst mich! Oh Mann. Hier durch sicher, oder? Oder nee? Was immer hier geschehen ist, es hat die Insassen tief beeindruckt. Oh Gott. Ich sehe zwar gar nichts, aber okay. Verschwinde! Nö, keine Zeit. Ich bin immerhin Geralt der Hexer. Ich habe keine Zeit hier. Urins, die kann ich immer gebrauchen. Dadurch geht's nicht. Aha. Da oben geht's nicht durch. Aha. Und das ist das. Nice. Ach nö. Erden, nee, bitte. Hat eure Mutter nicht geboren? Also Geralt, man geht nicht gegen die Mutter. Egal von wem sie ist. Egal ob es jetzt von sowas ist oder nicht. Ich bitte dich, Geralt. Man ist nett zu seinen Mitmenschen oder Mitgeistern. Nein. So, normal. Komm. Kannst einfach kommen. Ich prügel dich schön in deine Schranken. Ne? Sorry, aber Erscheinung. Mit dir kann ich hier echt nichts anfangen. Ich sag's dir. Hallo, Erscheinung. Hallöchen. Könntest du mal bitte? Ich wollte gerade sagen. Ah, ne, ne. Hallo? Ich habe keine Zeit, dass du zu mir kommst. Dann komme ich dir eben näher. Noch näher. Noch näher. Oh. Ah, ne. So. So. Komm mal her. Ich weiß, dass du es willst. Oh yeah. Und wie du es willst. Hey. Bye bye. Hehe. Das war's dann wohl. Nö. Woher kommst du denn jetzt noch? Bist du Banane hier? Ich bin zu alt für sowas. Ja, sag nix. Ich bin definitiv zu alt für sowas. Yep. Hier. Nein, das finde ich unfair. Dann machen wir sie eben wieder auf die altmodische Weise. So habe ich es vorhin hingebacken bekommen. Wir gehen mal hier rein. Mal schauen, ob uns der Geist folgt. Aha. Ich muss mal auf Erden wechseln. Nein. Immer noch nicht. Stimmt, ne? Ne, ne. Komm mal her. Hä? Willst du jetzt nicht mehr kommen, oder was? Also, ich habe nicht vor, in dich reinzurennen.
Ja, super. Und jetzt? So. Komm. Noch ein Stückchen. Jetzt hast du es beinahe geschafft. Ja, supi. Das war's doch, was ich wollte. Was ist los? Wo bin ich? Nur ruhig. Rupert hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Rupert? Er lebt? Hör zu. Du und dein Kumpel, ihr seid Halunken, das merkt man gleich. Dieser Ort hat eine grässliche Vergangenheit und es würde mich nicht wundern, wenn ihr damit zu tun hättet. Verstehst du, was ich meine? Ja. Schön. Erzähl mir die ganze Geschichte und nichts auslassen. Geschichte? Es gibt immer eine Geschichte, Gridley. Nun red schon. Ach, wir waren Soldaten im Dienst von Edom. Im Nilfgaard-Krieg habe ich Rupert im Lazarett ausgeholfen. Unsere Einheit war in diesem Haus stationiert. War uns einerlei, wer hier lebte. Die Irren waren harmlos. Jedenfalls am Anfang. Eines Tages erwischten die Kundschafter einen Nilfgaarder, der dabei gewesen war, wie Beute aus Edirn versteckt wurde. Ein Riesenglücksfall. Es gab die unglaublichsten Geschichten über diesen Schatz. Jedem schwarzen Kriegsgefangenen hatten wir auf den Zahn gefühlt. Und diesmal dem Richtigen. Wir beschlossen, ihn zum Reden zu bringen. Durch Folter? Der Anführer befahl, ihn aufs Rad zu flechten. Aber Rupert sagte, er wisse ein besseres Mittel. Kräuter aus der Umgebung, die jeden zwingen, die Wahrheit zu sagen, der sie als Tee trinkt. Der Kommandant verhörte den Gefangenen und zeichnete eine Karte. Ganz schön aufgeregt waren wir. Übermütig. Haben den Schatz schon mal aufgeteilt. Der Priester, der die Irren betreute, hat Schwierigkeiten gemacht. Einer von uns hat ihn erschlagen. Klappt ja mit dem Erzählen, Ridley. Hast Chancen, hier heil rauszukommen. Wie ging's weiter? Der Gefangene hat das Versteck verraten. Der Kommandant hat ihn trotzdem vierteilen lassen. Vor den Augen der Insassen. Die sind völlig ausgerastet bei dem vielen Blut. Wir mussten die meisten abstechen. Irgendwann ist das Feuer ausgebrochen. Weiß nicht genau wann. Hat jemand überlebt? Ja, ein Mädel. Das haben wir mitgenommen. War still und willig, dachten wir. Bis sie in der zweiten Nacht den Kommandanten abgemurkst und sich mit der Schatzkarte verdrückt hat. Wir haben sie nicht gefunden. War ja Krieg. Wir hatten nicht viel Zeit, sie zu suchen. Und dann kehrt ihr nach all der Zeit zurück. Was habt ihr gedacht? Dass ihr sie hier findet? Ich hatte genug Pech im Leben. Rupert noch mehr. Das war eine Chance für uns. Das Glück war uns doch einmal hold. Wer weiß, vielleicht hat es uns nicht verlassen. Darauf würde ich nicht zählen. Das ist ein übler Fluch, mit dem wir es hier zu tun haben. Wir täten gut daran, die Überreste dieses Nilfgaarders zu suchen. Verschwinde! Verschwinde! Habt's gehört? Lass mich. Verschwinde. Aha. Was heißt hier verschwinde? Ah. Ein Wolf kommt selten allein. Was willst du? Ihren Tod? 22 kehren dahin zurück, wo keiner mehr ist. Ein einziger richtet sie. Ist er gnädig, füttert er die Toten mit ihnen? Ist er unerbittlich, gibt er ihnen, wonach sie begehren? Eine Prophezeiung, wie schön. Hätte ich mir denken können. Bringst du mir ihre Herzen, esse ich mich an ihrer Feigheit satt. Bringst du mir ihre Augen, banne ich ihren Blick. Das ist dein Vorschlag? Also gut. Ich werde dem Fluch ein Ende machen. So oder so. Okay. Ich speichere hier mal und ich glaube, wir treten gegen den Herrn an, weil ich gebe dem gar nichts. Sie sollen leiden! Sie verdienen es!
Da wir gerade nicht bei Malena sind, aktiviere ich doch mal lieber die in den Fang des Wahnsinns. Bring Ridley zu Rupert. Aha. Mal schauen. Bewegt sich. Er kriecht auf mich zu. Ja, ja. Schön für dich. Und? Ich bin dem Geist eines Nilfgaarders begegnet. Komm, wir gehen nach oben zu deinem Freund. Okay. Gridley, du lebst! Was ist da unten geschehen? Ich habe den Geist des kaiserlichen Soldaten gefunden. Du bist doch ein Hexer. Werd ihn los! Sollen wir das machen? Rupert und Ridley den Geist ausliefern oder der Geist will euren Tod? Ja. Was machen wir da, Freunde? Ja, gut, das waren Arschlöcher, deswegen. Aber ja, ich habe hier unten gespeichert. Der Geist ich mach's mal will so. Sich rächen. Er hat euch an den Ort des Verbrechens befohlen und wird den Fluch zurücknehmen, wenn er euch bekommt. Bei den Göttern! Du willst ihm doch nicht etwa helfen? Er verlangt eure Herzen und eure Augen. Oh Götter, tu was! Leg ihn rein! Das wirst du doch schaffen! Natürlich. Ich könnte ihm auch Neckarherzen bringen. Ich weiß nur nicht recht, was ich davon halte. Hexer, ich flehe dich an. Warum holst du nicht Schweineaugen beim Metzger und Schweineherzen? Du kannst uns doch nicht dem Geist ausliefern. Schweineherzen? Welch poetische Gerechtigkeit. Ja, das wäre eigentlich was. Wir könnten das definitiv machen. Ohne Witz. Allerdings werden wir das jetzt unterbrechen, diese Mission. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Weil wir haben noch Malena zu suchen. Und ich weiß nicht, wo die steckt. Neckar-Zeug würde ich jetzt auch nicht bringen, das kann man unterscheiden. Aber jeder weiß, dass ein Menschenherz und ein Schweineherz ziemlich identisch aussehen, ne? Finde Malena. Was heißt hier finde Malena? Falle rüsten. Aha. Im Wald hat es also überall solche Fallen. Ist ja wieder mal cool. Kann man das vielleicht auf der Karte sehen? Wir sind dort hinten oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht dort, wo wir sein sollten. Und ich weiß nicht, wo wir hier lang müssen. Aha. Hier scheinen wir zurückzukommen. Ich weiß leider nicht mehr, wo der Wasserfall war. Das ist jetzt ein wenig dümmer. Ja. Wir rennen hier sorglos durch den Wald. Ich hoffe nur, dass wir irgendwo mal ankommen. Jetzt sind wir schon wieder hier. Oder? Oder was ist denn hier? Nö, wir sind bei der Hütte wieder. Also, bei der
bei dem kleinen Dorf. Vielleicht finden wir während des ganzen Spektakels noch ein Silbererz. Ja klar, dafür muss es laden. Okay. Muss man nicht verstehen, darf man aber. Wo ist Marlena? Ich glaube, die denkt, wir sind sowieso tot. Könnte es sein, dass die wieder in die Stadt ist? Könnte es wirklich sein? Weil ja, wie gesagt, wenn die denkt, wir sind tot, was würde man machen? Sie hat uns ja den Scoia'tael ausgeliefert. Außer sie weiß das natürlich schon. Hier runter gerne. Hallöchen. Hoppöchen. Dann geht sie eben hier runter. Ist mir auch recht. Ja. Dankeschön. Einfach runterlassen, Geralt. Aha. Was ist eigentlich hier? Wenn wir schon gerade hier sind. Aha. Interesting. Ah. Da kamen wir ja her. Ich bin jetzt zurückgekommen. Ist es genial. Und jetzt geht's auf zurück in die Stadt oder so. Ja, anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Hallöchen, seid ihr schon ein guter Mangeln? Bin ich korrekt? Ach nee, das ist ja der dort. Ich dachte eigentlich, der da drüben wäre gleich, aber okay. Gut. Wir gehen jetzt mal hier zu der Missionsannahme hier. Nö, das ist jetzt wieder das Inventar. In den Fängen des Wahnsinns. Hier? Aber sicher doch. Schweinescheiße kaufen hier. Meinst du hier in der Hütte? Okay. Aha, jetzt bin ich sowieso überlastet. In Ordnung, zum Glück sind wir sowieso in der Stadt. Holzklotz. Mhm. Diamantenstaub. Aha. Holzklotz hier nochmal. Hä? Was? Was soll ich hier? Ist es noch nicht an der Zeit, oder was? Meine Güte. Was ich jetzt soll, keinen Schimmer habe ich, aber okay. Seid gegrüßt, Leute. Ah, sei gegrüßt. Ich muss da mal im Laufschritt durch. Wo sind wir? Falsche Richtung, Geralt. Die Seite wäre angemessen. Rühr wenigstens um. Man merkt gleich, dass du keine Ahnung hast. Hä? Zeigen Sie mal her. Aha. Kein ein Schlückchen in den Hintern greifen, aber kein irgendwie geben. Ein Benehmen ist nee. Das Saubande. Ich glaube, ich werde mich für den nächsten Part wieder mal entleeren und so. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Lagerhalle war. Aber okay.
Ist auf jeden Fall interessant. Haben in dieser Folge wieder ordentlich was erledigt. Indirekt. Mussten zwar gegen viele Geister antreten, aber gibt ja Schlimmeres. Flotsam hat eine Armee. Hexer brauchen wir nicht. Wie gesagt, man merkt's. Was gibt es Neues, meine Liebe? Komm, ich muss mal. Ich möchte was verkaufen eher. Was könnten wir denn noch alles verkaufen? Steinmedaillon. Lumpen. Ich werde das brauche ich alles später. Aber wir brauchen zuerst doch mal irgendwelche Rezeptbücher. Solides Tuch, gehärtetes Leder. Ja, wir haben kaum genügend Geld, um alles zu kaufen. Donner können wir ja mal kaufen. Aha. Gift der Henken. Roter Nebel. Naja. Und wie ist das Landleben? Mehr gibt es hier nicht. Wir müssen höchstens eben verkaufen, aber was? Was könnte man verkaufen? Die Neckartrophäen, oder? Aha. Wie ich mich aber verbessere, weiß ich immer noch nicht. Okay. Das verkaufen wir natürlich. Weil wir brauchen keins, was schwächer ist, als das, was wir haben. Verkaufen. Okay. Das kostet nichts. Hosen. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht. So. Das kostet Schleifstein. Oh Mann. Ja, ich suche mir für den nächsten Part auf jeden Fall mal raus, wo die Truhe ist, weil da kommt ja Hexer. Wir haben noch nicht viele Folgen gehabt und deswegen. Aha. Augen und Herzen ist dort. Okay. Berthold, kannst du mir was helfen? Stellst du einen Gegenstand für mich her? Irgendwie. Das brauchen wir noch nicht. Okay. Ey, kannst du das nicht herstellen? Dankeschön. Handwerker. Cool. Und das müssen wir noch später vollenden. Leider, leider, leider. Na, wer ist da drin? Ist dort Marlena? Wegen der Kuh und so. Aha, Oren. Aber sonst hat hier gar nichts. Art. Okay. Funktioniert gar nichts. Schade, schade. Hinten durch kommt man nicht raus. Schade.
Aber was soll man dann dort drinnen machen? Warum wird dort ein Ausrufezeichen? Warte mal. Was heißt das auf der Karte? Guten Moment, die. Das machen wir jetzt gerade noch. Aha, aha. Aktuelle Quest. Ja, ist klar. Mhm. Ist in Ordnung. Ich sehe dort einfach kein Schweinehirte. Aber ist okay. Kann man hier irgendwo... wie soll ich sagen? Meditieren. Aha. Vielleicht hier irgendwo. Wow. Wir können endlich auf die anderen Talentbäume zugreifen. Schwerkampf, Magie. Und was ist das? Alchemie. Okay. Ja, ich muss den letzten Part noch ein wenig upgraden. Tapferkeit und... was war das? Parieren, glaube ich. Nö, das hatten wir schon. Auf jeden Fall. Coole Sache. Nö. Ich muss das noch rausfinden. Bis zum nächsten Mal. Ist eine komische Sache, dieses Ausrufezeichen. Meine Fresse. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es noch so lang geht. Tschüttle, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Man merkt gleich,